Salut, alle gut. Willkommen an unserem allerersten Vlog auf 352. Ja, richtig gesehen, wir sind noch auf YouTube. Aber wir haben ja gepusht. Fängt an zu vloggen auf TikTok, Reels, man, Content Creation, bla bla bla. Ich bin so froh, wenn ich durch TikTok scrolle. Ich sehe so viele Leute, die hier in Alltag halt weisen und so. Ich sollte das auch vielleicht wird cool, hier ein bisschen alles im Alltag mal zu bringen, also mal zu holen. Und ihr ein bisschen zu weisen, wie so dein Alltag bei einem Store-Owner ausgesehen. See you soon. Oh, das ist ein ganz wichtiger Tag, Hugo. Denn Hugo weiß noch gar nicht davon. Wir fangen nun los mit YouTube. Ah! Ja, ich habe davon indirekt matt gezwungen, YouTube zu machen. Wir probieren einmal in der Woche einen Vlog zu machen. Und heute kriegen wir einen heißen Besuch. Ein Mann von. Für alles. Ein Mann für alles. Und du, was machst du? Der Mann für? Der Löwe. Der Löwe, wie war? Ich packe 5 Kebel. Alle, die 2, 3 Döner schaffen, die brauchen die Scheiben. Ich brauche nur Leute, die 5 Döner schaffen. 5 stabile Männer. Das ist illegal. Das ist illegal. Heute sind da das von gestern. Ich habe ein bisschen Schokolade gemacht. Vielleicht ist nach Labels. Was sind so bereit für verschickt zu gehen, ne? Was hängt denn noch, dass das Label nicht ist? Den Herr da. Den Herr da. Ja, mein Sohn ist alle gute, vielmals merci für immer die konstanten Bestellungen. Den Mann, dem Christoph, abestimmen da. Und ich bin froh darüber. Ich bin auch froh darüber. Anscheinend, dass er so Masson. Masson-Trikot? Ja, dass der Masson-Trikot decken. Das hat gerade schon mal gesagt. Respektiere ja alle Masson auf dieser Welt. Vielleicht der Ronaldo-Trikot. Das ist natürlich noch ein gut Geld anlach. Wie geht das? Alles gut bei dir? Sorry. Alles in der Reihe. Also, heuer sind endlich den nächsten Besuch. So gesagt das aus. Wenn es seriös geschafft wird. Fazit vom Kebab. Ist aber stark. Wirklich gut. Wirklich ganz gut. Kebab aus. Wirklich Props und ich. Nach ein paar Filmholz merkst du nicht für die coole Aktion. Wir schauen, ob wir den neuen Hype sind. Day Spezial. Das wird low kommen mit New Balance, mit ASICS, High und Low. Die Sachen werden den neuen Trend heute zu uns sehen. Melissa. Ja? Melissa, wir wollen dir Merci sagen, wir können also diesen Lifestyle hier gewinnen, die Brownien. Hast du doch noch für uns? You wish, das heißt für mich. Hi. Ich meine, die best Brownies auf der Welt kannst alle Menschen freuen. Okay, Mukbang, oder? Was ist das? Ich habe noch nie gesehen, die Asiaten, die sich filmen, während sie essen. Sie ah, doch, essen. Doch, doch. Mukbang. Nee. M-U-C-K Bang. Bang. Ja, Mukbang. Hugo! War das Mukbang? Das klingt sass. Das klingt sass. Guck mal, die das Spezial am 36 rosa und beige von Schiff. Bring mal das. Ja, springen da das. Meinst du das heute noch so ein gutes Etikett? Mhm. Kannst du das schließlich noch auf Etikett mal was schlüpft? Ob? Ob schon. Das ist schön, das ist so passend. Voll mit Sachen. Hallo. Können wir mal ein kurz etwas beschwatzen? Wie war muss ich den Video schneiden? Weil du Kamera bist und du hast aufgestellt, dass die Videos von der Kamera direkt auf dein Handy gehen. Not my fault. Das ist schwarz nicht, wenn man das. Was proposierst du nicht? Für was proposierst du nicht, mit dem Handy zu filmen? Ich Cola bringen, sie hast du. Was? Cola bei der Campus, wann ich klifft. Wir machen den Take, nein, merci. Merci. Also, das heute ist der mich spaßische Deal, wo wir als Meeting machen. Und dann eine schöne Vue und alles. Das heißt, die diskutiert gerade über Jot. Ich muss Kreditkarte drinnen. Du bist Single, Jot, Jack. Ja, ich gefällt nicht. Sag's aber, komm. Weil aber jeder reden, so nicht. Du weißt, du mal gerade geguckt gehabt, Mann. Hoch. Ah. Ah, easy, viel Hallo, Zöll.
So Patrick, du lebst so viel so ein Ausgenuss. Wie checkst du, ob die Schuhe richtig sind? Schon gesehen auf YouTube, da lassen sie Dauer dran und da lauscht dann so. Ja, ja. Es gibt am Anfang verschiedene Faktoren. Wenn ich schon so viele Puren an der Hand habe wie mir, dann hast du bald Second Nature. Also wir sind direkt, ob er legit ist oder nicht. Vielleicht noch ein bisschen mein neuer Release. Natürlich sind noch nicht so viele Fakes im Marsch. Wir gucken erstens auf die Etikett, wie sich die Verweier auffühlt. Wie riecht, also auch ganz wichtig. Hat ich meine, das ist wirklich die Sache, die man direkt merkt, ja, ne? Weil all, bei Fake. Also, wenn es Fake ist, merkt man direkt. Ja, mehr neu gut ihren eigenen Geruch. Also, quasi direkt. Dann die Etikett, spannend, innen zu ob sich das Netz bewegt, sind eben viele Faktoren. Morgens früh, als immer den Hugo, der abmischt, und dann fängt mir irgendwann an. Der erste fängt dann um 10 Uhr, der zweite fängt dann um 12 Uhr, und der dritte kommt dann um 2 Uhr. Wir arbeiten immer 6 Stunden am Tag. Und um 2 Uhr haben wir immer Meetings. Meetings machen wir immer in der Klosterei. Da ist so flach, da ist Plan, was steht oben, was steht vor uns, wir sind das, keine Ahnung, wie das sieht. Ich gehe hier, mehr. Oben ist immer, heinst du auch nach einem Call oder ich in einem Meeting. Aber egal wie, haben wir immer abgestimmt. Das heißt, das ist nicht, dass wir 6 Stunden Schicht arbeiten. Gut, kein Fall, man. Ich bin ungelohnt, schaffen wir jeweils 10 Stunden den Tag. So, weil ich hier muss schon nach Content Planning machen. Ich muss mich an ein neues Programm rausschaffen. Wir müssen immer irgendwas ändern. Weil, wenn du willst, mit der Zeit mitgehen, musst du auch immer wissen, was am Moment am Trend ist. Zum Beispiel, meine Tasche sind am Marketing. Und die anderen haben dann echt so Bürokratie. Chris ist ein bisschen so der Mann für alles, das ist Chris, was auch an Gang. Wir wollen noch den E-Commerce schaffen, das ist mir beschäftigt, also mega viel Dummer, wir gucken mega viele Videos, wir gucken andere groß Marken, auch wenn es nicht schon aus anderen Sachen. Und dann inspirieren wir uns da zum Beispiel, wie war sind sie so beliebt, war das eigentlich bei ihnen? Und dann gucken wir zum Beispiel als Customer Experience bei den Online-Sales. Zu verbessern, natürlich, wir probieren da Kleinigkeiten beizufügen. Wie zum Beispiel Christoph sich gerade so die Tags für Unterschung drin zu machen. Weißt du? Weil das gibt so den kleinen Touch, damit wir gucken, wo Shipping-Kosten. Aber da sind wir immer rum, so, okay, Lützburg kann das wieder reden, so, natürlich auch DPD kann das. Natürlich, der Gof tut mir das Problem, ab Anfangs war das nicht das Problem, aber später war das Problem, dass, wenn ein Trift2-Kost war, man ein Weiß-Kost, man ein Trift2-Logo, ist der Kolli oft verschwunden. Und ja. Das ist nicht so cool. Das ist im Moment tun wir auch einfach ganz normale Brunnenküsten, die nicht abfallen. Weil seit man die normalen Küsten sind noch viel mehr Kolien, die verschwunden. Wenn es nicht so ein langweiligen Deal gibt, wird dann Ermin etwas proposiert. Ja. Für euch ist ein YouTube-Blog, das ist schon mal eine coole Idee mit der. Du willst 2500 Euro. Ja. Ich komme mal den Auftrag. Was ist? Kennst du die Münz? Ja. Was hältst du von einem Coinflip? Was ist, was proposierst du? 3.000 Euro, wenn du gewinnst. Okay. 2.000 Euro, wenn ich komme. Was ich? Ja, was heißt? Ich will den Kopf. Kopf. Guck mal so, Kopf, ich gewinne, ich will du verlierst. Wenn ich gerne und ich will gerne, ich will. Ich glaube, ich will 2. Was ich? Oh. Ah, was ich? Wie viel dann? 2.000 Euro. Was ich? Das ist am nächsten Deal, so mehr. Yeah. God of pain, of suffering, of destruction. Du hast die wichtigsten Tage in der Woche. Und ich kenne dich dir nicht ab. Ich samstens sind ich, ich samstens als Patrick, ich samstens als Christoph. Die Jungen werden logisch rausfahren, dass sie ein bisschen nach Verspätung sind. Alle Geschäfte, die meisten Geschäfte sind schon ab. Aber ich hätte schon gehabt, um einen abzustellen. Wir warten. Können sie ran, müssen wir den Ekran an. 2, 3, 4. Ja, und ich hab's flackert hier gerade. Muss gucken, was das ist. Mr. Hayun. Hayun. Top. Was ich auf dem Lohn muss machen, hast noch alle Sales für Gäste kontrollieren, ob sie überhaupt vorhanden sind, weil wenn wir es schon verkaufen, dann muss ich durchstreichen, weil heute Samstag ist, dass viele Leute kommen und dann Online-Orders präparieren, Kolien präparieren für zu schicken. Und ja, dann muss ich wählen. Inventar. Und da gesehen ist Null. Aber wenn es Null gesehen, was ein Schmerz. Durchstreichen. Patrick,
have a restock. Ich trippel die alle immer speziell von der Rippe. Es ist gut, dass du ein Beuys wird. Es ist bei euch, dass man mich für nichts gebrauchen muss. Vor, wenn ein geheimer Tipp will, der beste Kaffee an der Klasse doch kriegt am Bablis. Wenn der wirklich starke Kaffee will, wie ich, dann könnt ihr am Mambu, da wo den Donut denken hast, weil da ein doppelten Espresso. Vertrauen. Dat Patrick sieht, dass du in das flüssige Kokain. Guck mal, das Video geht gerade um dich. Ansage. Wenn du mich nicht fräst, ob ich Kaffee will, ist schöner Wallach hier raus. So, die Leute, wie ihr seht, den Hugo enttäuscht nie. Ja, schon nach, wird auch noch ein Video gesucht, ich hoffe, den Dude bringt mal Kaffee. Sowieso, immer. Funny man. Muss ich aber nicht. Ich will, dass du sie wissen, du lernst kannst. Ein Glas. Ein Glas. Was fängt willst du? Cornetto. Cornetto, ja, du hast doch dick mal. Den hast so random, den Tipp. Das könnte gut. So, Fazit vom Tag. War ein ganz guter Tag. Zum Schluss war es wirklich gut gegangen. Anfangs ein bisschen ruhig, weil natürlich gut Wetter. Ich gebe doch dann ein bisschen profitieren. Und ja, nächste Woche ist auch wichtig, weil den Jago könnt aus der Vakanz direkt Jago aus dem Koffer. Weil mir sieht wirklich aus wie Kloscherin. Ja, bis zum nächsten Vlog.